Hört ihr das auch? Was ist das? Ich frage mich, wer das sein könnte. Kann mir vielleicht einer von euch helfen? Wer singt da? Das ist Pato! Pato! Also du warst das! Ich hätte nie gedacht, dass du so singen kannst. Ist er schon wieder blitzsauber. Pato liebt nichts mehr, als sich zu waschen. Wie oft hast du heute schon geduscht, Pato? 3-mal? Oh, entschuldige. 4-mal natürlich. Es wäre trotzdem besser, wenn du jetzt losgingest. Pocoyo und Ellie warten schon auf dich. Ja, so ist er, unser Pato. Nur wenn er richtig sauber ist, dann ist er wirklich glücklich. Pato, Pato, pass auf! Puh, das war knapp. Aha. Pocoyo und Ellie essen gerade. Mal sehen, was es gibt. Möchtest du vielleicht auch ein Marmeladenbrot, Pato? Verstehe. Die beiden sind dir zu dreckig. Pato, warum kommst du jetzt nicht hervor, hm? Ich bin sicher, Ellie und Pocoyo sind jetzt mit dem Essen fertig. Ja, sie machen da irgendetwas. Sie spielen schon wieder. Was kann das nur sein? Fingerfarben. Sie beschmieren sich total und haben Spaß dabei. Oh, ja. Tja. Es ist alles in Ordnung, ihr zwei. Ich glaube nur nicht, dass Pato mit euch Fingerfarben malen möchte, denn er hat gerade erst frisch geduscht. Was hast du denn, Ellie? Ellie? Pocoyo? Weißt du, Pato, du musst keine Angst davor haben, auch mal schmutzig zu werden. Ja, ich weiß schon, du bist schön sauber, aber Pocoyo und Ellie sind fertig mit Malen. Was spielen sie denn jetzt? Es gibt ja nichts, womit man sich mehr vollschmieren kann als mit Farben, oder? Flammkuchen. Oje. Also das war ganz erstaunlich, Pato. Du hast nicht ein Fleckchen Schlamm abbekommen. Oh. Warte mal. Tja, also Pato hat sich so sehr bemüht, sauber zu bleiben. Kann ihm vielleicht einer von euch sagen, was passiert ist? Schmutzig! Ja, ich fürchte, Pato, ich muss dir sagen, du hast da einen Dreckfleck. Sieh nur. Pato! Pato! Pato!
Weißt du, ich habe es ja schon vorhin versucht, dir zu erklären. Schmutzig zu werden ist gar nicht schlimm. Nein, nein, das ist so. Denk doch mal nach. Du möchtest dich gern waschen, wieder richtig sauber werden, nicht wahr? Gut. Aber macht es nicht viel mehr Spaß, sich zu waschen, wenn man sich vorher ein ganz kleines bisschen schmutzig gemacht hat? Ach, sieh mal dort. Wie nett. Deine Freunde haben dir eine Badewanne gebracht. Ich nehme an, Pato hat es jetzt verstanden. Wenn man ein bisschen schmutzig ist, macht das Baden ein bisschen mehr Spaß. Und wenn man ganz doll schmutzig ist, ja, dann macht das Waschen einen Riesenspaß. Klasse, Pato! Bravo, Elli und Pocoyo! Wir lieben das Baden. Wir lieben den Schmutz. Macht's gut. Bis bald. In der Wanne. Hallo, Pato. Ach, wie wunderschön deine Blumen aussehen. Und dieser herrliche Duft. Himmlisch. Was hast du, Pato? Oh ja, du hast recht, Pato. Irgendetwas riecht hier wirklich gar nicht gut. Könnt ihr vielleicht erraten, was hier so gar nicht gut riecht? Lula! Lula riecht nicht gut! Ich fürchte, ihr habt recht. Oh je. Hallo, Elli! Ist das ein neues Parfum? Oh, ja, das duftet ja wirklich scheußlich. Lula, das ist ja so ein... Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist... Hallo, Pocoyo. Hallo. Was hast du denn da? Weißbrot. Ja, es gibt wohl nichts Besseres als ein schönes, leckeres.
ist, Pocoyo. Lula riecht recht übel. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was man am besten machen kann, dass Lula wieder gut riecht? Sie waschen, Lula baden. Waschen? Das ist eine wunderbare Idee. Na los, Lula. So schlecht ist es gar nicht. Also, Lula? Oje. Pocoyo meint, Lula muss ganz dringend gewaschen werden. Vielleicht könnt ihr ihm helfen. Als es aussieht. Ein Hundelock- und Waschapparat. Genial. Was? Tja, es scheint nicht zu funktionieren. Pato, also ich muss sagen, du siehst jetzt wirklich sehr sauber aus. Ach, Pocoyo, wie willst du Lula baden, wenn du sie nicht in die Badewanne bekommst? Geh weg. Lula, du bist ein Stinker. Kann sich jemand von euch vorstellen, wie Pocoyo es schaffen könnte, Lula nass zu machen? Im Regen! Der Regen! Das ist richtig! Pocoyo kann Lula ganz einfach mit dem Regenwasser waschen. Jetzt haben wir endlich einen blitzsauberen Hund. Bravo, Pocoyo. Wie schön, dass alle wieder sauber sind und gut riechen. Macht's gut. Bis bald. Bereitest dir eine schöne Tasse Tee zu? Sag mal, das Wasser hat aber keine schöne Farbe. Guten Morgen, Pocoyo. Zeit, ein Bad zu nehmen.
Hast du nicht etwas vergessen? Mit diesem Wasser stimmt auch etwas nicht. Hallo, Pato. Oh, Vorsicht, das Wasser hat keine sehr schöne Farbe, Pato. Sofort etwas wegen diesem Wasser unternehmen. Sehr richtig. Man muss die Wasserleitung bis an ihren Anfang zurückverfolgen. Man muss unbedingt das Wasser in diesem Weiher sauber kriegen. Dieser arme Fisch. Helfen wir ihm? Großartig, Pocoyo. Du sammelst wirklich Berge von Müll zusammen. Genial, Pato. Der Weiher wird im Nu wieder sauber sein. Aber ich sehe leider, dass das Wasser immer noch schmutzig ist. Eine gute Lösung. Eine tolle Leistung von euch allen.
Welch ein schöner Morgen an diesem wunderschönen Weiher. An euch alle, ihr lieben Leute, besten Dank für die gute Arbeit. Hallo Pocoyo, hallo Pato. Hallo. Ihr wollt wohl heute ein Picknick machen? Elli. Ah, verstehe. Eine wunderbare Idee. Elli mag Picknicken mehr als alles andere. Oh nein. Elli sieht so, irgendwie, anders aus. Ja, Elli, du siehst so, also etwas ist heute anders als sonst. Kann vielleicht einer von euch Elli sagen, weshalb sie heute so anders aussieht? Sorgen. Du scheinst dich mit Elefantenpünktchen angesteckt zu haben. Das ist aber gar nicht schlimm. Pocoyo, Pato, ihr müsst nicht vor Elli davonlaufen. Diese Elefantenpünktchen sind nichts, wovor man Angst haben müsste. Elli wird es gleich viel besser gehen, wenn sie sich ins Bett legt. Das ist alles. Ah, Pocoyo,
Du hast eine Idee? Ach, wunderbar. Sieh mal, Ellie. Wenn du etwas brauchst, musst du nur mit dem Glöckchen klingeln. Schon kommen Pato und Pocoyo und helfen dir. Also dann, jetzt könnt ihr zwei ja euer Picknick machen. Habt ihr das gehört? Das klingt, als ob Ellie Hilfe braucht. Ich würde sagen, Ellie hat Durst. Ah ja, so ist es gut. Jetzt könnt ihr ja wieder Picknick machen. Oh, schon wieder? Was fehlt dir denn diesmal? Aha, sie möchte einen Vanillemilchshake mit Karamell- und Erdbeereiscreme und einem kleinen Papierschirmchen. In Ordnung. Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht Ellie jetzt eine Gießkanne, ein Skateboard, ein Radio, ein Telefon und noch eine Menge anderer Sachen. Hey, Ellie! Dir geht es ja schon wieder besser. Kann vielleicht einer von euch Ellie sagen, woran wir erkennen, dass es ihr besser geht? Die Pünktchen sind weg! Ganz richtig! Die Pünktchen sind weg! Keine Pünktchen mehr! Ich glaube, Sie sind müde, Ellie. Sie sind den ganzen Tag hin und her gelaufen, um dir zu helfen. Hey, wo geht Ellie denn jetzt hin? Na, das sieht doch ganz so aus, als ob unsere Freunde doch noch zu ihrem Picknick kommen. Ich freue mich ja so, dass Ellie mit dabei ist. Ihr doch auch, oder? Bravo, Ellie! Gut gemacht, Pato und Pocoyo. Es lebe das Picknick! Macht's gut! Bis bald! Ein klitzekleiner Erlebnispark. Hallo alle zusammen. Wohin geht ihr denn so? Ah, so, ihr geht auf den Freizeitpark. Das klingt nach Spaß. Oh.
Oh je, ich schätze, ihr müsst nun auf den nächsten Bus warten. Ah, da kommt er schon. Nun gut, keine Sorge. Heute fährt noch ein Bus. Und hier kommt er schon. Oje, das war der letzte Autobus. Zu ärgerlich. Kein Freizeitpark heute. Aber vielleicht fällt euch etwas anderes ein, um Spaß zu haben. Aha! Was hast du denn für eine Idee, Nina? Das war großartig. Aha! Und was nun, Pocoyo? Aber es schaut so aus, als ob sich Pato nicht so wohl fühlt. Jetzt ist Ellie an der Reihe. Das ist genial. Du hast eine Hindernisstrecke zum Spielen aufgebaut. Keine Sorge, Pato. Du schaffst das. Pato will euch seine Idee für eine neue Herausforderung zeigen. Ah, Roberto, ich glaube, Pato braucht da ein wenig Hilfe. Vorsicht! Ihr fliegt zu hoch! Bye.
heute. Mit ein bisschen Fantasie habt ihr euch einen eigenen Erlebnispark in der Wohnung geschaffen. Tschüss, alle. Ist Lula. Hallo, Lula. Was hat sie denn? Das scheint ja ganz aufregend zu sein. Seht nur. Eine Seifenblase. Darauf hat sie gewartet. Vorsicht, Lula, sonst geht sie kaputt. Seifenblasen zerplatzen ganz leicht. Da ist noch eine. Über dir, Lula. Schnell! Ihr wisst ja bestimmt, wo Seifenblasen sind. Da muss auch jemand sein, der Seifenblasen macht. Kann vielleicht einer von euch sagen, wer diese Seifenblasen macht? Pocoyo! Genau! Seht nur, da ist Pocoyo. Und Ellie ist auch da. Hallo, Pocoyo. Hallo, Ellie. Hallo. Ihr zwei habt also die Seifenblasen gemacht. Seifenblasen. Kannst du uns mal zeigen, wie das geht, Pocoyo? Du steckst das Stäbchen in das Seifenwasser, dann pustest du und es kommen die Blasen. Das ist ja großartig. Seifenblasen! Jetzt will auch Ellie Seifenblasen machen. Sind diese Seifenblasen nicht wunderschön? Eine riesige Blase. Toll gemacht, Ellie. Seifenblasen. Seht euch das an. Halt. Halt. Moment mal, ihr zwei. Oh nein. Wir hatten doch alle gerade so viel Spaß. Seht euch nur die arme Lula an. Sie will immer noch mit Seifenblasen spielen, aber es ist keine da. Kannst du nicht schnell ein paar Blasen für Lula machen, Pocoyo? Keine Seifenblasen. Wie ist es mit dir, Ellie? Eine klitzekleine Blase für Lula. Hm.
Ich glaube, Lula vermisst die Seifenblasen sehr. Wie schade, dass weit und breit keine Seifenblase zu sehen ist. Wie denn auch? Pocoyo kann keine Seifenblase für Lula machen. Und Elli auch nicht. Überlegen wir mal gemeinsam. Pocoyo kann keine Seifenblasen ohne das Seifenwasser machen. Und Elli nicht ohne das Stäbchen. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo und Elli helfen? Zusammen! Sie müssen es zusammen machen! Zusammen? Das ist eine ganz großartige Idee. Ja, so ist es richtig. Seifenblasen. Das macht ihr prima, Pocoyo und Elli. Zusammen macht ihr die größten Seifenblasen für Lula. Hm? Das sieht gut aus. Zusammen macht das Spielen viel mehr Spaß. Seht euch nur Lula an. Prima, Pocoyo. Toll, Elli. Und viele Seifenblasen für Lula. Macht's gut. Bis bald. Pocoyo. Hallo. Hast du das gesehen? Weißt du, was das war? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das ist? Ein Reifen. Das ist richtig. Das ist ein alter Reifen, den jemand weggeworfen hat. Was hast du denn da? Einen kaputten Wecker? Und was willst du damit machen? Ah, ich verstehe. Du wirfst ihn weg. Nun, warum auch nicht? Mehr! Mehr? Es scheint, als ob Schlummerpieps auch etwas Müll loswerden möchte. Na, wie es aussieht, will da jeder mitmachen. Aufräumen kann auch Spaß machen. Puh, und es ist sicher ein gutes Gefühl, all den alten Kram loszuwerden. Wer ist denn da? Kleine Raupe. Oje. Ich fürchte, dass es vor deiner Haustür gerade ein wenig unordentlich ist. Du hast gerade den ganzen Müll ins Wasser geworfen. Die Eier riechen lecker, stimmt's, Fred? Hallo!
verstehe dich, Fred. Keiner mag Müll auf seinem Spiegelei. Aber wie willst du den alten Kram wieder loswerden? Ach du meine Güte, so viel Müll! Ganz meine Meinung, Pocoyo. Ich mag es überhaupt nicht, wenn plötzlich Abfälle auf meine Bausteine fallen. Oder würde es euch etwa gefallen, wenn ein Berg voller Müll auf eurem Spielplatz landet? Nein, gar Was machst du da, Pocoyo? Ah, verstehe. Du willst dem Müll folgen, um herauszubekommen, wo er am Ende landet. Prima Idee. Der Müll wandert immer von einem zum anderen, weil jeder ihn zum nächsten wirft. Aber das alte kaputte Zeug immer im Kreis herumzuwerfen, hilft doch gar nichts, oder? Was können wir denn da nur machen? Ich glaube, Pocoyo hat einen Weg gefunden, wie man das Problem lösen kann. Anstatt den alten Kram einfach wegzuwerfen, hast du dir überlegt, wie man ihn doch noch irgendwie benutzen kann. Bravo, Pocoyo! Ihr alle habt das prima hinbekommen. Macht's gut! Bis bald! Der große Nieser! Ah, seht mal. Pocoyo, Pato und Elli bauen einen Turm. Sie stapeln die Bausteine zu einem Turm und sie wechseln sich dabei ab. Hallo alle zusammen! Hallo! Gleich kippt alles um. Das ging ja noch mal gut. Gut gemacht, Pocoyo. Jetzt ist Pato dran. Pocoyo war schon dran. Pato war dran. Wer ist denn wohl jetzt an der Reihe? Was denkt ihr? Wisst ihr, wer jetzt dran ist? Elli! Elli ist dran. Ja.
Auwei, das war ja ein ordentlicher Nieser war das, was? Genau, das ist gut. Lasst uns den Turm einfach wieder aufbauen. Gut gemacht, Pato. Und jetzt ist Elli an der Reihe. Elli? Oje, sie muss schon wieder niesen. Oh nein, nein, nein. Also gut, versuchen wir es noch einmal. Na los, Pato? Nur sein. Kannst du ihn jetzt sehen, Pocoyo? Pato! Du hast ihn gefunden. Bravo, Pocoyo. Versuchen wir es noch einmal. Na los, Pato. Pato! Oh je, armer Pato. Ist ihm etwas passiert? Oh, Pato, es gibt keinen Grund, so herumzuquaken. Aber Pato, Elli hat doch nicht mit Absicht genießt. Menschen und Elefanten wie Elli können das Niesen nicht aufhalten. Es passiert einfach. Ich glaube, Pocoyo möchte Elli helfen. Das ist sehr nett von dir, Pocoyo. Ich glaube, Elli fühlt sich nicht so gut. Wahrscheinlich will sie gar nicht mehr spielen. Mal scharf nachdenken. Wo gehört Elli hin, wenn es ihr nicht so gut geht? Kann es vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen? Wo sollte Elli hingehen, damit es ihr besser geht? Ins Bett! Ins Bett gehen! Ja, Elli sollte schnell ins Bett gehen. Ein bisschen Ruhe ist sehr gut bei einer Erkältung. Ja, vielleicht geht es Elli wieder besser, wenn sie ein bisschen schläft. Ja. Und jetzt könnt ihr den Turm ganz hoch bauen, ohne dass ihn ein Nieser kaputt macht. Oje, Pato hat sich bei Elli angesteckt. Jetzt muss er auch ins Bett. Na denn, macht's gut. Bis bald. Schluck auf. Ah, da sind ja Pocoyo und seine Freunde. Sie bauen gemeinsam einen Turm. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hallo, Elli. Hallo, Pato. Bing.
Gut reagiert, Elli. Bei diesem Turmbau arbeiten alle drei richtig schön zusammen. Oh, was ist mit Pato los, Pocoyo? Was macht er für lustige Geräusche? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo und den anderen sagen, was mit Pato los ist? Schluck auf! Pato hat einen Schluck auf. Das ist richtig. Pato hat einen Schluck auf. Schluck auf! Mach dir keine Sorgen, Pato. So ein Schluck auf ist gar nicht schlimm. Aber er ist ganz schön lästig. Möchtest du deinen Schluck auf loswerden, Pato? Wir sollten gemeinsam überlegen, wie können wir Pato helfen, seinen Schluck auf loszuwerden? Ah, das hört sich an, als ob Elli eine Idee hätte. Oh, was macht Elli denn da? Elli meint, Pato soll einfach die Luft anhalten. Gute Idee, Elli. Möchtest du es versuchen, Pato? Na dann, Pato. Tief Luft holen und anhalten. Bei drei. Eins, zwei, drei. Gut gemacht, Pato. Das hilft bestimmt. Oh je, und das schien so eine gute Idee zu sein. Ah, jetzt hast du eine Idee, Pocoyo. Was macht Pocoyo denn da? Ah, verstehe. Du glaubst, Pato wird seinen Schluck auf los, wenn er auf dem Kopf steht. Na, was denkst du, Pato? Willst du es versuchen? Also, ich würde sagen, diesmal hat es geklappt. Oh nein, auch das schien eine so gute Idee zu sein, Pocoyo. Was denn jetzt, Elli? Denkst du, auf einem Bein zu hüpfen vertreibt den Schluck auf? Was meinst du, Pato? Das sieht wirklich ein bisschen komisch aus. Aber man kann ja nie wissen. Vielleicht sollten alle gemeinsam mit Pato auf einem Bein hüpfen. Nun gut, einen Versuch war es wert. Was macht Pocoyo denn jetzt? Also er hält die Luft an, steht auf dem Kopf und hüpft auf einem Bein. Und das alles zugleich. Was hältst du davon, Pato? Psst, Pocoyo. Komm mal her. Mir ist noch eine Möglichkeit eingefallen, wie Pato seinen Schluck auf loswerden kann. Aber das ist eine Überraschung und Pato darf nichts davon wissen. Man kann jemanden von seinem Schluck auf befreien, indem man ihn erschreckt. Nicht ganz doll, nur ein bisschen. Man stellt sich hinter ihn und macht... Puh. Nein, 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 doch nicht so. Kommt noch mal her. Pato darf doch nicht wissen, dass ihr ihn erschrecken wollt. Das muss ganz überraschend sein. Ah, verstecken. Das ist ein guter Einfall, Pocoyo. Wieso bin ich nicht darauf gekommen? Aber ich habe noch eine Idee. Wollt ihr nicht Elli und Pocoyo helfen? Ihr könnt alle zusammen Buh rufen. Fertig? Bei drei. Eins... zwei, drei.
Oh, unser Buh hat ihn nicht erschreckt. Aber jetzt kippt der Turm um. Achtung, hinter dir, Pato, pass auf! Kein Schluck auf! Es hat geklappt. Diese Überraschung kam ganz plötzlich und hat Patos Schluck auf vertrieben. Danke an alle, die mitgemacht haben. Toll, Pato. Tschüss, Schluck auf. Macht's gut. Oh nein, jetzt hab ich ihn auch. Oh, bis bald.